Hi, im heutigen Video gehen wir mal auf unser letztes der 10 Unternehmen ein, die wir bei uns im Depot haben. JP Morgan Chase. Wir gehen darauf ein, woher der Name kommt, auf die Geschichte des Unternehmens, wie wir momentan die Zukunft von einer Aktie im Finanzbereich sehen und werfen ganz zum Schluss auch nochmal einen kleinen Blick auf unser Depot. Los geht's. JP Morgan ist eine Aktie aus dem Bereich Finanzen und Banken, wie schon erwähnt, und kommt ursprünglich aus Amerika. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei rund 3,05%. Die Ausschüttungsquote auf Gewinn waren super, auf den Free Cashflow allerdings über 100%, was wirklich nicht so gut ist. Gehen wir kurz noch auf die Dividende abschließend ein. Die letzten 10 Jahre wurde die Dividende fast vervierfacht, was ganz in Ordnung ist. Man muss dazu sagen, dass die Dividende vorher in der Finanzkrise auch ordentlich gesenkt wurde und daher der Spielraum für die Erhöhungen auch einfach wirklich da waren. Gut, dann kommen wir jetzt zur Webseite. Wir haben die Webseite hier schon offen. Auf der ersten Seite ist so ein bisschen die Titelseite. Da können wir noch nicht viel erkennen. Ich finde, die ist ziemlich schön strukturiert aufgebaut. Allerdings ist so der News-Input auf den ersten Blick etwas geringer. Geschichte unserer Kanzlei. Gehen wir kurz auf die Storyline ein. JP Morgan bzw. damals die Manhattan Company wurde 1799 gegründet und zwar in New York City. Dann gehen wir mal zum nächsten Meilenstein. Gesetz über die gesetzliche Zahlungsmittel und nationale Bankengesetze. Das heißt 1862 und die folgenden ein, zwei Jahre gab es hier eine große Umstrukturierung, die das Unternehmen eigentlich ganz gut weggesteckt hat, die allerdings nicht ganz so einfach war. 1915, wir wissen, was 1915 war, da lief es leider in der gesamten Welt nicht ganz so gut. Dafür 5 Jahre nach dem Krieg wurde expandiert und das hat auch, wie wir heute wissen, sehr gut funktioniert. 1950, Bankenkonsolidierung in New York City, ja, ich meine ein bisschen davor, hat sich das Ganze leider wiederholt. Ja, hier gibt es auch wieder verschiedene Punkte, da, die springen wir gerade noch weiter, denn 1980 entsteht das Thema Homebanking. Homebanking, wie wir heutzutage wissen, Online-Banking und PayPal und Co. Ja, ist einfach nicht mehr wegzudenken. Daher hier der erste Meilenstein. 2000 und daher kommt der aktuelle Name auch. JP Morgan fusioniert mit Chase Manhattan und daher ist der Name entstanden. JP Morgan Chase. Und auch JP Morgan ist momentan dran auf grüne Energien. Es ging schon 2007 los. Chase öffnet seine erste umweltfreundliche Filiale. Ja. Also auch hier zieht sich Nachhaltigkeit immer weiter durch. Die Geschäftsprinzipien. Die Geschäftsprinzipien sind relativ simpel, aber trotzdem sehr, sehr gut und klug gewählt. Super Kundenservice, klar, Empfehlungsquote hoch. Operative Exzellenz, das heißt, wir sind gut darin, was wir tun. Bekenntnis zur Integrität, Fairness und Verantwortung. Als Vermögensverwalter hat man eine sehr, sehr hohe Verantwortung und braucht zugegeben auch ein hohes Maß an Vertrauen und eine gute Struktur im Team und im gesamten Unternehmen. Ja, wie gesagt, relativ selbsterklärend, macht aber durchaus Sinn. Auf der Seite, die Investor Relations, sehen wir die aktuellen Pressemitteilungen, die Ergebnispräsentation vom Q4. Und noch ein paar andere Sachen. Wen das interessiert, den Link packen wir dazu wieder unten in die Videobeschreibung. Der Chart von JP Morgan. Wir sind hier in dem Bereich eingestiegen, 3. Januar, ja, kurz davor. Das heißt, wir hatten uns zunächst direkt über einen schönen Gewinn gefreut, der dann nach und nach immer weiter verpufft ist. Wir hatten hier auch eine kleine Bullenfalle und die nochmal. Aber wir müssen wirklich sagen, wir befinden uns aktuell im Abwärtstrend. Die letzten Unterstützungen und Widerstände hier haben nicht nachhaltig gehalten. Wir sind drunter durch, auch wenn wir uns momentan an denen orientieren, sind wir aktuell wirklich drunter, was kein gutes Signal ist. Wir hätten hier einen Aufwärtstrend. Es wäre schön, wenn wir den wieder reinfinden können, denn mit den höheren Zinsen, die kommen sollen, mit den aktuellen Inflationsraten, das Geld, was im Markt ist und auch langsam aus dem Markt rausgenommen werden muss, haben wir ein sehr, sehr gutes Umfeld von Banken. Und JP Morgan ist dabei unser Favorit, auch in Konkurrenz zu Wells Fargo und anderen Großbanken. In GetQuinn sieht das Ganze auf Jahressicht ebenfalls nicht rosig aus. Wir sind auch hier auf Jahressicht im Minus, nicht nur auf Quartalssicht. Der Maximalchart
ist hier deutlich im Plus, reicht aber auch fast bis ins Jahr 2002 zurück. Die Informationen und Kennzahlen, wir sehen hier in der 52-Wochen-Spanne, befinden uns eher weiter unten und da sehen wir, wie gesagt, großes Potenzial mit Zinserhöhungen und Co. Die Analysten, ja, sind sich zwischen Halten und Kaufen relativ einig, verkaufen würden manche auch. Frage ich mich, warum? Weil eigentlich, ja, viel schlechter sollte es in der nächsten Zeit nicht werden. Klar, Kapitalmaßnahmen, die den Russland-Ukraine-Konflikt angehen, können hier nochmal ein bisschen Turbulenzen einbringen, vermuten wir, ist aber schon eingepreist. Die Dividenden werden ebenfalls quartalsweise ausgeschüttet, sind die letzte Zeit auch gut gestiegen. Hier im Vergleich mit anderen Banken, den skippen wir einfach mal. Ich denke, jeder hat so ein bisschen seinen Favorit in dem Bereich. Und unserer ist nun mal JP Morgan. Das war es auch wieder. Wir hoffen, euch hat das kurze Unternehmens, ja, Fazit zu JP Morgan gefallen und sehen uns beim nächsten Mal.